So, das von letzter Woche nochmal weiter. Ich habe eine Struktur namens Benutzer, so heißt der Typ, Struct. Dann habe ich ein Array von Zeichen für den Benutzernamen, ein Array von Zeichen, also eine Zeichenkette für die E-Mail-Adresse. Und dann gab es diese Funktion hier, der gebe ich ein Array, genauer gesagt einen Zeiger auf den vordersten Eintrag im Array, ein Array von Benutzern, wie viele das sind. Frage, ob es doppelte E-Mail-Adressen gibt. Das war die erste Variante. Wir hatten eine zweite Variante geschrieben. Die war schon eine Nummer komplizierter. Die erste nehme ich auch mal ganz raus. Die brauchen wir auch gar nicht mehr. Wir hatten eine zweite Variante geschrieben. So, die erste ist weg. Eine zweite geschrieben, finde alle doppelten E-Mail-Adressen. Die kriegt ein Array von Benutzern, deren Anzahl in dem Array. Und kann über diesen Zeiger sollte ich sagen, zurückliefern, wie viele Fälle von doppelten E-Mail-Adressen es gegeben hat. Was für ein Trick, man übergibt einen Zeiger, dann kann die Funktion in eine Variable außerhalb von sich selbst reinschreiben. Ich habe hier eine Möglichkeit, was zurückzugeben aus der Funktion. Neben diesem offiziellen Rückgabewert einen Zeiger auf den vordersten Benutzer von einer Sammlung, einem Array, an Benutzern, bei denen das hier auftritt. Und das war jetzt hier die klassische Art, wie man das in C machen würde. Ich zähle erstmal, wie viele es sind. Nebenbei gab es eine interessante Anmerkung auf YouTube. Das sollte Anzahl minus 1 sein. Funktioniert zwar auch mit Anzahl, aber es lohnt sich ja nicht, den allerletzten mit irgendwas zu vergleichen. Das kommt ja gar nicht weiter vor. Man wird in dieses zweite vor gar nicht reingehen. Im ersten Teil hier zähle ich, wie viele Fälle ich habe. Ich reserviere Speicher. Und hier dasselbe natürlich, Anzahl minus 1, das wäre minimal effizienter. Und hier kopiere ich tatsächlich. Was ich jetzt gerne hätte ist, das haben Sie letztes Mal schon gesehen, es war zu wenig Platz auf dem Chip. Was ich gerne hätte ist, dass man nicht ein Array von Benutzern zurückgibt. Das ist ja eigentlich unsinnig. Ich habe ja schon ein Array an Benutzern. Warum soll ich jetzt nochmal alle zusammen kopieren? Ich könnte Zeiger zurückliefern. Ich versuche mal aufzumalen, was mir vorschwebt. Also die alte Fassung kriegt ein Array von Benutzern. Hier Benutzer 1, Benutzer 2, Benutzer 3, immer mit Namen und E-Mail-Adresse und so weiter. Und sie macht daraus ein neues Array aus Benutzern. Benutzer von mir aus 2 ist doppelt und Benutzer 13 ist doppelt und so weiter. Das ist insofern ungeschickt, als dass diese Daten ja schon da sind. Der Benutzer 13 ist irgendwo da. Ich lege Kopien von Daten an, die ich sowieso schon habe. Das kostet Speicherplatz und es kostet im Zweifelsfall auch Zeit. Das ist Unsinn, das zu machen. Was mir jetzt vorschwebt als neue Variante ist, nicht zu kopieren, sondern Zeiger zurückliefern. Es gibt als Eingabe, das sollte weiterhin so groß sein, wie es da ist, es gibt als Eingabe weiterhin die Benutzer, wie wir sie hatten, Benutzer 1, Benutzer 2 und so weiter. Aber als Ausgabe gibt es nur noch Hausnummern. 0x42, 0x79 oder was auch immer, Hausnummern sozusagen. Wo steht der so und so vielte Benutzer in dieser Liste mit dem Zeiger? Wo steht der so und so vielte Benutzer in der Liste mit dem Zeiger? Hier hinten keine echten Benutzer, Datenstrukturen zurückliefern mit allen Bits und Bytes, sondern nur noch Zeiger zurückzuliefern. Das hätte ich gerne. Und dann versuchen wir das noch ein bisschen weiter zu optimieren. Also versuchen Sie das mal vom letzten Mal umzuschreiben. Finde alle doppelten E-Mail-Adressen. Versuchen Sie es so umzuschreiben, dass ich jetzt ein Array von Zeigern auf Benutzer kriege. Das ist ein bisschen abstrakte Kiste. Die Rückgabe hier ist ein Array von Zeigern auf Benutzer. Vorher war die Rückgabe ein Array von Benutzern. Und jetzt sollte es sein, ein Array von Zeigern auf Benutzer. Und Sie geben ja eigentlich nicht das Array zurück, sondern Sie geben einen Zeiger auf ein Array zurück. Versuchen Sie das mal zu schreiben, wie das aussehen müsste. Ich würde mir als erstes angucken, wie diese Funktion angewendet würde. Mal gerade gucken, wo wird sie angewendet. Da unten wird sie angewendet. Was käme denn jetzt zurück aus der Funktion? Sie würden diese Funktion aufrufen. Was käme zurück? Wie müsste ich das schreiben, was zurückkommt hier jetzt? In was für einer Variable muss das stehen? Die alte Version, die will ja quasi ein Array zurückliefern, aber in C können Sie kein Array zurückliefern. Sie liefern in C einen Zeiger auf den vordersten Eintrag des Arrays zurück. Das schreibe ich hier ja auch.
diese Variable, in der ich mir das merke, das ist eine Zeigervariable. Sie zeigt auf einen Benutzer, Benutzersternchen. Das ist die alte Version. Was zurückkommt, ist ein Zeiger auf einen Benutzer, Benutzersternchen. Mal hier vielleicht nochmal ein. Also was zurückkommt in der alten Variante, ist ein Zeiger hier auf den vordersten. Das war ein Zeiger auf einen Benutzer. Sie geben nicht das gesamte Array zurück. Hier unten kriegen Sie auch ein Array. Nicht wirklich, sondern wieder nur den Zeiger auf den vordersten. Was für ein Typ ist das? Hier dieser Zeiger, das wäre Benutzer Sternchen. Dieser Zeiger hier, was muss das vom Typ sein? Was hier vom Typ steht, das ist ein Benutzer, Datenstruktur Benutzer. Schmiere ich da jetzt mal so hin, freihändig. Das steht hier. Was ist das hier erstmal vom Typ? Genau, ein Zeiger, der auf den Benutzer zeigt. Diese Zahl hier ist vom Typ her ein Benutzersternchen. Ein Zeiger auf einen Benutzer. Das soll doch auf einen Benutzer verweisen. So, und jetzt brauche ich hier ein Array von solchen Dingern. Ein Array von Benutzersternchen. Was ist damit ein Zeiger auf den Anfang dieses Arrays? Was für ein Typ ist das? Ein Zeiger auf den vordersten Eintrag. Was für ein Typ muss dieser Zeiger haben? Genau, Benutzersternchen, Sternchen. Es kostet am Anfang Überwindung, aber das lässt sich tatsächlich so weitertreiben. Benutzersternchen, Sternchen. Wenn am Anfang ein Benutzer steht, ist ein Zeiger da drauf, Benutzersternchen. Wenn am Anfang Benutzersternchen steht, ein Zeiger auf einem Benutzer, ist der Zeiger darauf, Benutzersternchen, Sternchen. Sie hängen ein Sternchen an, um zu sagen, das ist jetzt ein Zeiger auf einen Zeiger. Sieht sehr komisch aus, aber passt gut zu Weihnachten mit den ganzen Sternchen. Also was ich hier zurückkriege, ist Benutzer, Sternchen, Sternchen. So schlimm, wie es aussieht. Ein Zeiger auf einen Zeiger von Benutzern. Wie würde ich denn den vordersten Buchstaben, nehmen wir es mal C, wie würde ich denn jetzt den vordersten Buchstaben von dem ersten Benutzer zurückkriegen, der hiervon betroffen ist? Ja, also das soll ja ein Zeiger auf ein Array sein. Die erste Ebene werden Sie deshalb wohl los, indem Sie schreiben Ben von 0. Das ist jetzt der vorderste Eintrag. Wir sind noch lange nicht fertig. Das ist jetzt der vorderste Eintrag. Ben ist Benutzersternchen, Sternchen. Wenn Sie schreiben Ben von 0, haben Sie hier den vordersten Eintrag. Jetzt will ich aus dem vordersten Eintrag was rausholen. Wie muss das hier weitergehen in meinem Programmchen? Ich habe ein Array aus Zeigern. Aus diesem Array an Zeigern hole ich jetzt den vordersten raus. Das ist ein Zeiger. Jetzt will ich aus dem Zeiger den Benutzernamen und davon den vordersten Buchstaben. Sie könnten den Zeiger mit Sternchen auflösen. Auf diese Weise hätten Sie das echte Ding. Ist eine Möglichkeit. Sie hätten immer noch nicht den Benutzernamen, aber Sie hätten den Benutzer, den Zeiger mit Sternchen aufgelöst. Was nicht sinnvoll wäre, ist einen Punkt zu machen. Weil der Punkt geht ja nur bei Strukturen. Dieses hier ist ein Zeiger, aber keine Struktur. Ein Zeiger auf eine Struktur, aber ein Zeiger auf eine Struktur ist nicht eine Struktur. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wie ein Beutel mit Geld was anderes ist als das nackte Geld. So ist ein Zeiger auf eine Struktur. Oder die Hausnummer was anderes ist als der Bewohner. So ist der Zeiger was anderes als das, worauf er zeigt. Der Punkt geht nicht, wenn Sie eine Struktur haben. Wo haben wir sowas hier? Wenn Sie eine Struktur haben, dann können Sie mit dem Punkt weitermachen. In die Struktur reingucken, aber ein Zeiger ist keine Struktur. Statt des Punkts, hatte ich irgendwann gezeigt, können Sie, um den Zeiger auszuwerten, so ein Pfeil bauen. Minus, so, und sehen, oh, tatsächlich, da geht jetzt plötzlich was. Benutzername. Das ist die Zeichenkette. Und davon kann ich mir jetzt das vorderste Zeichen holen. So sieht das aus. Das muss ich jetzt wahrscheinlich nur dreimal erzählen, weil das wirklich heftig ist. Schlimmer wird es mit Zeiger nicht, keine Angst. Das ist also die schlimmste Art, wie man Zeiger programmieren kann. Zeiger auf Zeiger. Im Prinzip gehen auch Zeiger auf Zeiger auf Zeiger, aber das, ja, alle Jubeljahre kommt sowas mal vor, wenn man professionell C programmiert. Zeiger auf Zeiger kommen schon mal vor. So, Ben ist jetzt ein Array von Zeigern. Der Zeiger wäre Benutzer Sternchen. Der Zeiger auf das Vorderste in so einem Array ist Benutzer Sternchen, Sternchen. Vom Typ her. Ben von 0 ist der vorderste Zeiger.
Aus einem Zeiger hole ich mit diesem Pfeil die Einträge raus. Aus der echten Struct holen Sie mit einem Punkt die Einträge raus. Aus einem Zeiger mit dem Pfeil. Und ich möchte den Eintrag Benutzernamen haben. Das ist ja auch wieder ein Zeiger auf den vordersten Eintrag dieser Zeichenkette. Und davon den Nullten. So könnte das aussehen vom Zugriff dann. Das lassen wir einfach noch mal eine Minute sacken. Das sieht man gleich, wenn man es in Einzelschritten ausführt, etwas besser, wenn man wirklich mal zugreift auf diese einzelnen Bestandteile, was da passiert. Das war es jetzt von außen. Also ich kriege ein Benutzer-Sternchen-Sternchen zurück. Hier, das muss also Benutzer-Sternchen-Sternchen sein. Und jetzt muss man hier vorsichtig gucken. Zahl der Fälle, das wird ja genauso ablaufen. Die zähle ich wie vorher. Die Speicherreservierung muss ich jetzt ändern. Was muss ich an der Speicherreservierung ändern? Okay, hier auf jeden Fall Sternchen, Sternchen. Was muss ich hier noch ändern an der Zeile? Hier hinten muss ich Zeiger reservieren, genau. Platz für Zeiger reservieren. Size of Benutzer Sternchen. Wobei Benutzer Sternchen auf diesem System, was da simuliert wird, eben 2 Bytes groß ist, genauso wie Int Sternchen oder Double Sternchen oder was auch immer Sternchen. Auf diesem System sind die Zeiger 2 Byte lang. Also ist insofern eigentlich egal, welchen Zeiger Sie hier, welchen Zeigertyp Sie angeben. Hauptsache irgendein Zeigertyp. Also Size of wird hier auf diesem System schlicht und ergreifend 2 sein, 2 Bytes. Für das Sternchen. Das heißt, ich habe schon wesentlich weniger Speicher reserviert. Ich reserviere keinen Speicher für die gesamten Datenstrukturen, sondern nur Speicher für die Zeiger jeweils. Das macht das schon deutlich schlanker. So, damit habe ich die Benutzer. Sie sehen, okay, hier diesen muss ich dann wohl auch auf Sternchen, Sternchen ändern. Das ist der, den ich nachher zurückgebe. Und jetzt fange ich an zu füllen. Fälle gebe ich zurück, sollte ich sagen. Mit diesem Zeiger Z fange ich jetzt an zu füllen. Und den stelle ich dann weiter. Oh, das wird spannend. Das kann ja anscheinend nicht mehr gelten. Was muss also dahin? Z zeigt jetzt in mein Array rein. Ich habe Platz geschaffen für die Zeiger. Z zeigt in das Array rein. Ich schreibe was rein und stelle dann im Array eins weiter. Wenn ich das hier in meinem Diagramm zeige. Vorher habe ich die echten Sachen reingeschrieben. Dieses Z zeigt dann immer auf die nächste echte Sache. Jetzt schreibe ich Zeiger rein. Dieses Z zeigt auf den nächsten Zeiger. Ich will an der Stelle Z Zeiger unterbringen. Wie muss die Zeile dann aussehen? Sie könnten versucht sein, hier ein Sternchen zu schreiben. Das macht aber nicht das, was es tun soll. Das wäre vom Typ her richtig. Z ist ein Zeiger auf einen Zeiger. Dann ist Sternchen, Sternchen, Z das echte Ding. Und ich könnte da reinschreiben. Das ist aber nicht, was ich will. Muss ich nochmal angucken. Ich möchte ja an die Stelle schreiben, die Z adressiert hier. Ich möchte nicht gucken, was bisher da steht. Am Anfang steht hier ja irgendein Unsinn. Keine Ahnung, 99 oder was. Am Anfang steht irgendein Unsinn. Wenn ich jetzt Sternchen Z mache, würde ich gucken, was hier drin steht, 0x99 von mir aus. Und wenn ich Sternchen, Sternchen Z mache, würde ich gucken, was an der Stelle 0x99 steht. 0x99 ist aber irgendeine unsinnige Zahl am Anfang. Das wäre nicht produktiv, das so zu machen. Z zeigt auf irgendeine Speicherstelle. In diese Speicherstelle möchte ich was reinschreiben. Ich möchte nicht in die Speicherstelle schreiben, auf die das zeigt, was an dieser Stelle steht. Sondern ich möchte direkt in die Speicherstelle was reinschreiben, auf die Z zeigt. Wie schreiben Sie etwas in die Speicherstelle, auf die Z zeigt? Nicht so. Das muss natürlich weiterhin Sternchen Z heißen. Ich schreibe was in die Speicherstelle, auf die Z zeigt, aber nicht B von I. B von I wäre ja das echte Ding, die echte Datenstruktur. Ich möchte einen Zeiger da reinschreiben. Es ist eben haarsträubend. Da kommt ein Und davor, die Adresse von dem Eintrag Nummer I in meinem Array. Das ist hart. Also nochmal das mit dem Sternchen Z. Sternchen Z bezeichnet das, was ich hier blau eingekringelt habe. Den Inhalt von dieser Speicherstelle, die einen Zeiger speichert. Und diese Speicherstelle, die einen Zeiger speichert, die möchte ich auf die Adresse
des so und so vielten Eintrags hier setzen. Und die Adresse des so und so vielten Eintrags mit Kaufmanns und. Sie holen die Adresse von B von I. So könnte man das schreiben. Das ist eine Art, wie man es schreiben kann. Ich wäre fast geneigt, es noch anders zu schreiben. Was wäre eine alternative Schreibweise für die Adresse von B von I? Ja, der vorderste Eintrag wäre einfach B. Der Name des Arrays steht gleichzeitig als Zeiger auf den vordersten Eintrag. Jetzt will ich den Eintrag mit der Nummer I haben und nicht den mit der Nummer 0, nicht den vordersten. B plus I, die Zeigerarithmetik. Es sieht total komisch aus, hat aber denselben Effekt, als wenn Sie schreiben Kaufmanns und B in eckigen Klammern von I. Gib mir die Adresse des i-ten Dings in dem Array B, heißt, gib mir die Adresse des nullten Dings, des vordersten Dings und gehe I Schritte weiter. Diese Zeigerarithmetik funktioniert ja in korrekten Schritten, nicht in Byte-Schritten im Zweifelsfall, sondern immer komplette Einheiten weiter. Dasselbe schreibe ich hier unten auch. B plus J. So, und das müsste es gewesen sein. So sieht das aus. Und jetzt reserviere ich eben nicht mehr Speicher für diese komplette Datenstruktur hier mit 32 Bytes, sondern immer nur noch Speicher für 2 Bytes. Damit sollte ich auch ein bisschen kompliziertere Fälle machen können. Mal gerade gucken, dass hier mehrere gleich sind. Was hatte ich denn hier? Den hatte ich geändert. So, ne? WGW, QER. So, jetzt müssten wir also 3 haben, die gleich sind. Mal gerade gucken, ob es im Prinzip funktioniert. Locals. So, wir haben 6 3 mal 2 Fälle gefunden. Ich habe 6 Einträge. Und der Buchstabe ist ein B, weil Bertha die erste ist, bei der das auftritt. Das sieht gut aus. Dann kann sich jetzt nochmal dieses Zeiger-auf-Zeiger-Array angucken. Ich hoffe, das wird dann jetzt etwas klarer. Was kommt jetzt eigentlich zurück? Ben, der Wert, der zurückkommt, der ist hexadezimal 2a8. Und an dieser Stelle im Speicher steht jetzt ein Zeiger nach dem nächsten. Der erste Zeiger, der da drinnen steht, ist hexadezimal 220. Ein Zeiger, wie Sie hier sehen, auf Bertha und Antoinette sowieso. Jetzt könnte man weitermachen. Also ich gucke mir an, was an der Stelle 0 steht, das haben wir gerade gesehen. Ein Zeiger hierauf, was steht an der Stelle 1, ein Zeiger darauf und so weiter. Es stehen jetzt nicht mehr die echten Dinger drinnen in dem Array, was da zurückkommt. Das war letzte Woche. Jetzt stehen Zeiger auf Dinger drin, Zeiger auf Benutzer. Ich versuche das mal im Speicher zu zeigen. Also wir haben hier erstmal, was zurückkommt bei 2a8, das Array, was zurückkommt. View. View Memory bei hexadezimal 2a8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier steht das Array, was ich zurückkriege, mit 6 Einträgen. Erster Eintrag, zweiter Eintrag, dritter Eintrag, vierter Eintrag, fünfter Eintrag, sechster Eintrag. Das müsste das Array sein, was ich zurückkriege. Und jetzt kann ich nachgucken, was denn da zurückkommt. An der Stelle 0220, sehen Sie, da fängt Bertha an. An der Stelle 0220, da fängt Bertha an. Dieses hier 0220, was in meinem Array steht, ist ein Zeiger da vorne hin. Jetzt kommt der nächste 0260, hier vorne. Sehen Sie, da ausbuchstabiert 0260, da fängt die Datenstruktur von Doris an. Das war der hier. Jetzt kommt der hier, andersrum gelesen. Auf diesem System ist das Byte, was später kommt, das höherwertige. 0220, den hatten wir gerade schon mal, da kommt nochmal Bertha vor. Hier kommt 0280, das ist dieser Eintrag hier auf Egon, 0260, 0280. Es sind hintereinander 6 Zeiger, 6 mal 2 Bytes, das ist, was wir zurückkriegen. Ich gehe nochmal an die Stelle. Was wir zurückkriegen, sind 6 mal 2 Bytes. Jeder
jede von diesen zwei Bytes ist ein Zeiger auf einen Benutzer. 0220, das ist die Adresse von Benutzer Bertha. Hier fängt Bertha an. Und so weiter. Also es geht mit einem Sprung zwischendurch. Was Sie zurückkriegen, ist die Adresse 02A8, Hexadezimal, ein Zeiger auf den hier. Erster Sprung, zweiter Sprung, Sie springen jetzt aus diesem Array in die echte Datenstruktur, zur echten Datenstruktur hier vorne. Zeiger auf Zeiger. Vielleicht nochmal das Bild mit den Hausnummern. Zeiger auf Zeiger. Das Bild mit den Hausnummern. Irgendwo im Speicher, sagen wir hier an der Stelle 13, an der Stelle 42. An dieser Stelle wohnt tatsächlich eine Datenstruktur von der Sorte Benutzer. An dieser Stelle lasse ich aber eine Benutzer-Sternchen wohnen. Also hier beim Benutzer steht dann wirklich drinnen Bertha und anderen und so weiter. Die echten Daten stehen an dieser Stelle drin. Aber hier stehen nicht echte Daten von einem Benutzer drinnen, sondern hier steht die 42 drin, die darauf verweist. Also in diesem Haus sozusagen, an der Stelle 42, wohnen echte Daten. Aber es ist auch möglich, ein Haus zu haben, in dem eine Hausnummer wohnt. Hier legen Sie die 42 ab. Und ganz heftig war dann eben die Variable, in die ich mein Ergebnis speichere, die Variable, in die ich mein Ergebnis speichere, hier dieses Benutzer Sternchen Sternchen Ben, die Variable, in die ich mein Ergebnis speichere, ist dann noch eine Nummer heftiger, das ist Benutzer Sternchen 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 Sternchen, und darin steht die Hausnummer einer Hausnummer, darin steht die 13. Das weiß ich, an welcher Stelle mag das jetzt stehen, von mir aus an der Stelle 7. Das ist ein Sternchen Sternchen. Die Hausnummer einer Hausnummer, wenn Sie so wollen. An der Stelle 13 steht die Adresse eines echten Dings. Das ist dann der Typ Benutzer-Sternchen, was an der Stelle 13 steht. Aber an der Stelle 7 steht dann vielleicht Benutzer-Sternchen-Sternchen die Adresse von diesem Ding. Also da die 13. So funktioniert das dann nachher. Davon kann man beliebig lange Ketten bauen. Irgendwann steigt man selbst nicht mehr durch. Aber Zeiger auf Zeiger sind durchaus noch sinnvoll, wie Sie hier sehen. Während ich gerade mal rumlaufe, versuchen Sie das mal so weit hinzukriegen jetzt. Und dann gibt es noch einen mehr. Versuchen Sie jetzt nur Sachen zu speichern, die noch nicht da waren. Das habe ich ja vorher gar nicht geprüft. Versuchen Sie hier, bevor Sie es abspeichern, festzustellen, ob Sie den jeweiligen Zeiger schon hatten. Haben Sie dieses Element schon abgespeichert oder nicht? Gehen Sie einmal alle durch, um festzustellen, ob der Zeiger schon vorgekommen ist. Dass jeder Zeiger nachher nur einmal vorkommt in der Rückgabe. So, bevor ich das Ding speichere, ich nehme den da mal weg, bevor ich das Ding speichere, gucke ich erstmal nach, ob ich diesen Zeiger schon habe, ob ich B plus I, das ist ja der Zeiger, den ich speichern will, ob der schon mal vorkommt. Das heißt, ich werde jetzt mit einer Vorschleife, das ist spannend, was in der Vorschleife gleich drin steht, ich werde mit einer Vorschleife das durchgehen, was ich bisher hatte, gucken, ob ich diesen Zeiger noch nicht hatte, und wenn ich ihn noch nicht hatte, dann schreibe ich den rein und zähle hier die Zahl der Fälle rauf. Und dasselbe mache ich hier unten auch. Sie sehen, da sollte ich eigentlich die Funktion für schreiben. Das wäre jetzt der Schlachtplan. Hatte ich diesen Zeiger schon mal, den Zeiger B plus I? Wenn ich ihn noch nicht hatte, speichere ich ihn. Das heißt, ich brauche hier eine boolesche Variable. Noch nicht nenne ich die. Setze die auf true. Wenn ich ihn gefunden habe, setze ich noch nicht auf false. Also hier wird irgendwas mit if drin stehen. Wenn ich ihn gefunden habe, setze ich noch nicht auf false. Eigentlich sollte ich den andersrum machen, jetzt ist es auch zu spät. Ich hätte die Variable gefunden nennen sollen, aber jetzt ist es auch zu spät. So, und damit bool geht, brauche ich noch standard bool, falls ich es noch nicht habe. Wahrscheinlich ist das noch nicht dabei, also include standard bool in C. So, das wäre bis dahin der Schlachtplan. Jetzt die Vorschleife, ich gehe noch ein Stückchen rauf. So, die Vorschleife, ich möchte alle bisherigen in dem Array durchgucken. Was schreiben Sie als Vorschleife?
Der Übung halber fände ich Zeiger hübscher. Benutzersternchen. Ein Zeiger auf einen Benutzer, nennen wir den mal P. Wie stelle ich diesen Zeiger weiter? Ganz dreist, eben P++, eben ein Zeiger erhöhen. Der zeigt auf die nächste Speicherstelle von der Sorte Benutzer. Er zeigt einen Benutzer weiter. Womit fange ich an? Und was schreibe ich hier als Bedingung, wie lange die Schleife laufen soll? Also erstmal, womit fange ich an? Was ist der Anfangswert für den Benutzer? Welchen Benutzerzeiger soll ich sagen? Welchen Benutzerzeiger gucke ich mir als ersten an? Als erstes lernt man erstmal, das muss Benutzersternchen Sternchen sein. Ich fange mit Felle an. Felle ist der Anfang von meinem Array von Zeigern auf Benutzer. Der Zeiger auf den vordersten Zeiger, das ist Felle. Mit dem fange ich an. Und Z hier ist das, wo der nächste Eintrag ins Array reingeschrieben wird. Den erhöhe ich ja immer. Bei Z wird der nächste Eintrag reingeschrieben. Also gucke ich, ob dieses P kleiner als Z ist. So sehe das aus. Jetzt habe ich eine Vorschleife nicht mit ganzen Zahlen, sondern mit Zeigern, sogar Zeiger auf Zeiger, um es noch schlimmer zu machen. Die laufen jetzt weiter. Hiermit laufe ich durch mein Array durch. Bei Felle ist der Anfang des Arrays und bei Z ist aktuell das Ende des Arrays. Da gucke ich es durch und ich gucke jetzt nach, ob das, was im Array steht, Sternchen P, das ist jetzt ja ein Zeiger, ob dieser Zeiger der Zeiger ist, den ich abspeichern will. Wenn das der Fall ist, weiß ich, ich muss nicht weiter gucken, ich kann auch dieses For sofort abbrechen. Ich bin fündig geworden, ich muss es nicht speichern. Dasselbe kommt hier unten beim nächsten. Wo sind wir? Hier beim nächsten. Da muss ich noch nicht, das schreit nach einer Funktion, noch nicht, habe ich schon eingeführt, das Bool kann weg. Muss ich aber wieder auf True setzen. Ich gehe da durch. Es geht jetzt aber um J. Und das mache ich in dem If. Ich schreibe das plus J da rein. Wenn das nicht haarsträubend ist, was dann? Jetzt dürften nur noch drei Benutzer da drin stehen. Zeiger auf Benutzer drin stehen in dem Array. Also dieses echte Felle dürften jetzt nur noch drei sein, weil ich habe ja drei mit der gleichen E-Mail-Adresse. Das ist Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Mal sehen. Da gucken wir gerade rein. Finde alle Doppelten. Die Zahl ist 3, wie sich das gehört. Und wir können gerade mal gucken. Machen wir es hier. Welche 3 hat er gefunden? Ben von 0, Ben von 1 und hier unten machen wir noch Ben von 2. Er hat also jetzt gefunden und liefert uns als Zeiger zurück. Bertha, Doris und Egon. Bertha, Doris und Egon. Die 3 müssen es sein. Ich zeige nochmal, was ich hier gemacht habe. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Das ist so das Schlimmste, was man in C machen kann. Diese Schleife hier muss ich nochmal erzählen. Die hätte man auch schön mit int bilden können, aber professionellerweise würde man die nicht mit int schreiben. Wozu noch eine Variable einführen? Macht es ja nur noch komplizierter aus Sicht des Profiprogrammierers, der Profiprogrammiererin. Es ist ja noch komplizierter, wenn Sie jetzt noch eine Variable einführen. Man arbeitet direkt mit Zeigern an der Stelle. P, das ist ein Zeiger auf die Stelle im Array, die ich mir gerade angucken will. Also die Rolle, die hier Z eben hatte, die kann auch genauso irgendein P haben. Das mache ich jetzt mit dem P. Das P zeigt auf den Nullten, auf den Zweiten und so weiter, bis eines vor Z. Das ist die Rolle von P. Nicht durchnummeriert die Einträge in das Array, sondern ich habe einen Zeiger hier in P drin. Die Einträge im Array sind Benutzersternchen. Mein Zeiger darauf ist also Benutzersternchen, Sternchen vom Typ her. Ich fange vorne an. Das Array hatte ich ja vorher eingerichtet mit Memory Allocate. Der Anfang vom Array ist der Zeiger Felle. Wo bin ich hier? Da. Da fange ich an. Hier der vorderste, das ist Felle. Und eins hinter dem letzten, ich sollte sagen, eins hinter den letzten, zeigt der Zeiger Z. Den stelle ich ja immer weiter. Das heißt, mit meinem P starte ich bei Felle und ich gehe so weit, dass ich 1 vor Z als letzten dann angucke. Und ich gehe in einer Schritten. Das ist diese Vorschleife. Und jetzt gucke ich mal an, okay, was steht denn im Array drinnen an der Stelle, auf die P zeigt? Das ist Sternchen P. Da steht auf jeden Fall ein Zeiger drin und ich gucke, ob dieser Zeiger, der da drinnen steht,
der Zeiger an der Stelle auf die IP zeigt, ob der Zeiger B plus I ist, der Zeiger, den ich nachher reinschreiben will. Wenn ja, weiß ich, den haben wir schon gespeichert, ich muss ihn nicht mehr speichern, Abbruch der Vorschleife, ich überspringe dieses If. Wenn ich aus dem For rauskomme, habe ich nirgendwo diesen Zeiger bereits gefunden und ich speichere ihn tatsächlich. Und dasselbe mache ich für das J hier. Vorletzte Geschichte, damit es halbwegs ordentlich wird. Ich sollte den Speicher freigeben, free ben. Ich sollte die Variable Willi nennen, überhaupt noch nicht ben. Free ben wäre nicht schlecht, um den Speicher wieder freizugeben. Es passiert automatisch bei Programmende. Nur wenn Sie hier weiterarbeiten, wäre es eine nette Geste, den Speicher auch wieder freizugeben. Und das ist natürlich ein Funktionsaufruf hier. Entschuldigung, ich war gerade im Geiste bei C++. Delete ist kein Funktionsaufruf. Free ist ein Funktionsaufruf. So will ich den Speicher freigeben. Das Erste. Zweitens, das ist jetzt allerletzte zu dem Ding dann, was die C-Programmiertechnik angeht. Ich reserviere ja zu viel Speicher. Ich sage, reserviere mir Platz für zweimal Zahl der Fälle. Das ist ja zu viel Speicher. Im Zweifelsfall haben wir gerade gesehen, ich reserviere für 6 Leute, es sind aber nur 3 Leute nachher. Und das heißt, ich könnte jetzt noch einmal ein bisschen aufräumen hier am Ende. Die echte Fälle gleich echte Fälle. Hier am Ende könnte ich einmal noch aufräumen mit Realloc und sagen, ich brauche ja gar nicht alles. Mit Realloc können Sie mehr bestellen und Sie können weniger bestellen an Speicher. Hier sage ich, okay, ich bestelle mal weniger an Speicher. Dann eben nicht mehr zweimal Zahl der Fälle, sondern die Anzahl der echten Fälle hier. So, dass ich genauso viel Speicher reserviere, wie auch benötigt wird. Das heißt, er kann mir diesen Speicher einmal durch die Gegend schieben. Da muss man vorsichtig sein. Es kann sein, dass das System sich entscheidet, den Speicher irgendwo anders zu reservieren und meine Daten an die andere Stelle zu kopieren, hinterrücks, hinter den Kulissen. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass nach diesem Realloc der Speicher an derselben Stelle ist. Ich muss vor allen Dingen sagen, wo er vorher war. Ups, das fehlt natürlich jetzt noch. Realloc von wo? So, also Realloc kriegt mit, welcher Speicher war vorher reserviert, also ein Zeiger, der Zeiger, den wir vorher gekriegt haben vom Memory Allocate und natürlich jetzt, wie viel ich nun haben will, mehr oder weniger, vielleicht sogar genau dasselbe wie vorher. Und er gibt ihn zurück, wo es denn nun ist im Speicher. Es kann sein, dass es an derselben Stelle steht im Speicher. Kann aber auch sein, dass es jetzt an einer anderen Stelle steht im Speicher. Mal gerade gucken, ob es immer noch funktioniert. Einmal stoppen und von vorne. So, es scheint immer noch dasselbe Ergebnis zu sein. 3, so sieht das plausibel aus. Das war jetzt eine Variante des Programms, mit der ich allmählich leben kann. Das sage ich nochmal zu Reallocate. Sie geben den alten Zeiger, den Ihnen Memory Allocate gegeben hat, und Sie sagen, wie viel Platz Sie jetzt brauchen. Also nicht zusätzlich oder weniger, sondern wie viel Platz Sie jetzt insgesamt brauchen. Ab dem vordersten Element von dem Quasi-Array, was Ihnen dann zurückgeliefert wird. Das kann mehr sein, das kann weniger sein als bisher. Free gibt den Speicher frei. Das ist sozusagen sowas wie Reallocate mit 0 Bytes. Free gibt den Speicher frei. Er wird nicht unbedingt gelöscht. Das ist auch ein Problem von C. Das steht im Zweifelsfall alles immer noch im Speicher und Sie können noch drankommen. So, Ende mit dem Programmieren hier jetzt an der Stelle. Die Laufzeit, das wäre ja für heute dran gewesen, die Laufzeit von dieser Funktion hier, von der Funktion finde alle doppelten E-Mail-Adressen. Diese O von so und so Angaben, O von n Quadrat und O von n log n. Laufzeit für n Benutzer im Array. Was wird passieren? Man guckt sich das mal im Einzelnen an. N-Benutzer kommen an. Jetzt kommt diese Zählschleife hier vorne. Wie lange dauert das, wenn Sie N-Benutzer haben? Wie lange dauert es, wie viele Schritte dauert es, diese beiden ineinander verschachtelten Vorschleifen auszuführen? Also ich gucke mir an, wie oft die Vorschleifen gemacht werden. Jeden mit jedem anderen vergleichen, aber nur in eine Richtung. Sich das vorstellen als quadratisches Schema. Sie vergleichen jeden mit dem anderen, jeden mit jedem anderen, keinen mit sich selbst und keinen Vergleich machen Sie doppelt. Wenn Sie 1 mit 2 verglichen haben, vergleichen Sie nicht 2 mit 1. Das heißt, ich kriege sowas hier. Oh, jetzt habe ich wirklich was Quadratisches. Diese Anzahl will ich haben. Das ist die Anzahl an Vergleichen. Nicht die Diagonale, nicht die unterhalb der Diagonale. Diese Anzahl. Und mich interessieren jetzt Angaben in O von so und so. Man könnte jetzt genau sagen, wie viel das sind. N
breit, n hoch, man könnte sagen, wie viel das genau sind, aber das interessiert mich gar nicht, wie viel das genau sind. Ich will nur eine Angabe O von wie viel haben. O von wie viel? Was ist das? Genau, n Quadrat. Sie müssen sich gar nicht überlegen, welche Formel hier im Einzelnen zutrifft. O von n Quadrat ist das asymptotische Wachstum. Die Diagonale ist O von n. Das sind n-Einträge sowieso. Die Diagonale sind O von n. Sie nehmen von O von n Quadrat O von n weg. Das macht den Braten nicht fett. Bleibt O von n Quadrat und dann nehmen Sie nochmal die Hälfte. Bleibt O von n Quadrat. Also die Zahl der Schleifendurchläufe hier vorne. Wie oft komme ich hier in der Mitte an? Das ist O von n Quadrat. Und ich mache dann den Vergleich. Das dauert hoffentlich eine konstante Zeit. Und ich addiere hier was drauf. Das dauert auch hoffentlich eine konstante Zeit. Aber sehen, dieser Vergleich hängt jetzt von den Werten ab, die Sie wirklich haben. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich muss hier jetzt nicht von der Laufzeit reden, sondern von der Worst-Case-Laufzeit. Was ist die schlimmste Laufzeit, die mir passieren kann? Die schlimmste Laufzeit, die mir passieren kann, das ist, dass ich jedes Mal in diesen Vergleich reingehe. Jetzt kommt die Speicherreservierung. Wie lange dauert die Speicherreservierung? Hoffentlich ist das O von 1. Das ist aber nicht so ganz klar. Wenn die Zahl der Fälle hier groß ist, auf dem realen Rechner, wenn die Zahl der Fälle groß ist, wird es höchstwahrscheinlich auch länger dauern, den Speicher zu reservieren. Normalerweise sagt man, die Speicherreservierung ist O von 1, aber das ist, wenn man es dann mit der realen Welt dann vergleicht, eine heikle Geschichte. Also ich fange an mit O von n Quadrat für das Zählen, dann O von 1 für die Speicherreservierung, wie gesagt, mit einem Körnchen Salz zu verstehen. Und dann kommt der etwas ekligere Teil, wo das Ganze geschrieben wird. Das sind nochmal diese beiden Vorschleifen. Und Sie sehen, wenn ich einen Treffer habe, im schlimmsten Fall habe ich fast immer einen Treffer, wenn ich einen Treffer habe, gucke ich hier nochmal alle bisherigen durch. Was wird da passieren von O von so und so her? O von n hoch 3. Diese äußerste Schleife macht Ihnen einen Faktor n. Diese nächste Schleife macht Ihnen nochmal einen Faktor n, so wie eben. Und diese Schleife hier geht alle die bisherigen durch. Das macht Ihnen nochmal einen Faktor n. Es ist nicht n hoch 3, wenn man wirklich nachzählt, aber es ist O von n hoch 3, so wie es eben am Anfang O von n hoch 2 war. N Quadrat war. Jetzt hier unten das reinschreiben wird O von n hoch 3. Ich schreibe mal hier speichern und oder prüfen und speichern. Das Prüfen bringt ja nochmal ein N da rein, das Prüfen und Speichern. Dass ich zweimal speichere, ist wieder egal bei dem O. Es bleibt O von n hoch 3. So, und dann ist Ende der Funktion. Das heißt, was ist die Worst-Case-Laufzeit dieser Funktion? Sie addieren also etwas, was quadratisch wächst in der Asymptote, etwas, was konstant bleibt asymptotisch und etwas, was kubisch wächst in der Asymptote, etwas, was quadratisch wächst, etwas, was konstant bleibt, etwas, was kubisch wächst. Das Kubische wird gewinnen asymptotisch, also insgesamt wird es kubisch sein. Das wird die Worst-Case-Laufzeit für diese Funktion sein, kubisch, O von n hoch 3. Mir fällt gerade ein, ich habe das Reallocate ja vergessen, Speicherreservierung und dann kommt natürlich auch noch Reallocate hier dazu. Ist auch O von 1. Insofern bleibt es bei O von n hoch 3 insgesamt. Das ist nicht gerade hübsch. Wenn Sie 10-mal so viele Daten haben, erwarten Sie, dass die Laufzeit Pi mal Daumen um den Faktor 1000 drauf geht. O von n hoch 3 ist kein schönes Laufzeitverhalten. Wenn ich dasselbe Ergebnis schneller haben will, und zwar nicht nur im Faktor schneller, sondern O von n hoch und weniger als 3 dann bei dem n hoch, dann könnte ich zum Beispiel sortieren, kann ich viel schneller suchen, zum Beispiel mit binärer Suche. Das wäre eine Maßnahme, dass man plötzlich anfängt, zwischendurch ein bisschen zu sortieren. Man investiert Zeit für das Sortieren, um dann schneller vergleichen zu können. Und dann müsste es möglich sein, hier schneller zu sein als O von n hoch 3.